Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück bei Crusader Kings 3. Der alte Haudegen Rathold lebt noch. Und es könnte sein, dass er tatsächlich sogar, ja, ein gewisses Alter erreicht. Oh, warte mal, wer ist denn eigentlich der Erbe? Das ist ein Enkel. Das ist der, der heißt auch Rathold? Wie geil. Kann ich den, nee, ich kann den nicht irgendwie, der ist noch zu klein, der ist erst eins. Aber sie ist schlau. Ach, verdammte Scheiße. Kann ich sie eigentlich nicht? Kann sie auch nicht irgendwie? Sie hat Ränkespiel. Oh Gott. Unser Sohn ist so ein unfähiger Wutz. So, wir marschieren jetzt hier auf jeden Fall mal auf die da drauf. Ich versuche, die abzufangen. Oh, und hier ist schon mal ein Sieg erklärt worden. Das ist doch schon mal brauchbar. Dann marschieren wir da noch drauf. Das Alter der Welt. Ich studiere die alten religiösen Texte und die Schriften der Gelehrten und sie sind sich offenbar alle einig, dass die Welt 6000 Jahre nach ihrer Schöpfung enden wird. Meinen Berechnungen zufolge endet die Welt weniger als in einem Jahrhundert. Allerdings drängt mein Erzbischof an, um mich dies für sich, mich zu behalten. Überlasst das den Priestern und vermeidet jede Panik. Was, wenn eure Berechnungen falsch sind? Ja, sie werden falsch sein, du Pappnase. Okay, ich kann aber sagen, das Volk hat die Wahrheit verdient. Ich kann aber sagen, er hat wohl recht. Oder ich bekomme 100 Bildungslebenserfahrung. Ich nehme die Bildungslebenserfahrung. Ich kann gerade jede Lebenserfahrung brauchen. Ich verlängere mein Leben dadurch, dass ich jetzt mit dem Wissen lebe, dass die Welt untergehen wird. Mein Fürst, ich habe bemerkt, dass noch Platz für Kirchen in eurer Domäne ist. Ja, ich würde gerne eine bauen. Mein Vasall, der furchtlose Fürstbischof Rainer, streckt sich, bevor er fort wird. Wenn ihr den Bau in Auftrag gäbet, würdet ihr mit Sicherheit in der Gunst des Herrn und in der meinen stehen. Ich verspreche euch, dass Kirchen gebaut werden. Ja, ich werde Kirchen bauen, sobald es geht. Aber noch geht's nicht. Was der. Also wenn Events kommen, dann kommen sie alle aufeinander, ne? Herzog Ostromir von Nitra hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Meine Enkelin Bratromila soll mit jemandem aufs Heftigste korpuliert haben. Graf Fortun von Hond. Ja. I don't care. Einfach, I don't care. So. Erbschaft. Ich habe... Moment, ihr habt das, die Grafschaft von Vogtland geerbt. Wo ist das? Lol. Okay. Da ist jemand gestorben. Und das kann ich jetzt hier gleich wieder vererben. An wen... vergeben. An wen vergebe ich das denn? Der noch nichts hat. Der da. Der macht da Geld raus. Gut. Ja, leider ist mein Ratskanzler schon wieder gestorben. Ey, die sind alle lebensunfähig. Ich sag's euch. Die sind durch die Bank lebensunfähig. Und wieder etwas erobert. 100%. So, Sieg. Pause. Ich habe jetzt immerhin schon mal zwei Siege jetzt hier für meine Verbündeten errungen. Das da unten ist nicht mehr... Wir kämpfen um das da. Okay. Wie viele Truppen hat denn der? Der hat fast nichts mehr. Und hier kämpfen wir noch um das da. Das ist aber auf der anderen Seite. So, dass der sich nicht beschwert und mich der Unehre bezichtigt. Marschiere ich jetzt darüber... Und nehme jetzt hier die Hauptstadt von denen hier ein. Weil das kann ja tatsächlich passieren. Ich habe Gefangene, die Lösegeld einbringen. Ja, hau raus. Und hau raus. Sehr gut. Und nochmal 10 Dukaten. Gut. Also reich sind wir. Wir werden nicht arm sterben. So. Ich kann mich jetzt hier gerade eben nicht drum kümmern. Ne? Ich habe einfach gerade eben zwei Fronten Krieg. Das arme Bayern. Eieieiei.
Ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Wer ist denn das? Das ist die Franziska de Lacan. Und sie hat Ansprüche auf jede Menge. Das. Ah, hier. Übrigens, über Rechtsklick kann man das einfach mal so aufrufen, ne? Anspruch auf ganz Sardinien. Gott, Sardinien. Der ist sehr mächtig, okay. Auf nach Prag. Prag ist eine interessante Stadt. So, wir belagern sie. Bei einer erfolgreichen Belagerung bekommen wir 18 Dukaten. Ich werde schon wieder in den Krieg gerufen. Boah, das ist der Nachteil, wenn man zu viele Verbündete hat. Wir sind schon 70. Das ist krass. Umstände überleben wir unseren eigenen Sohn. Sind nur 2000, okay. 2000. Also wir sind eigentlich immer noch überall überlegen. Das ist auch noch eine Siedlung, die ich nehmen müsste. So, das war ein wichtiger Anfang. Jetzt gehen wir noch da hin. Ketzerei interessiert mich nicht. Ich werde mich nicht daran beteiligen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Also auf jeden Fall, das hier ist im Grunde verloren. Ich kann aber auch nichts dagegen machen. Aber immerhin ist es der Krieg da drüben aus. Jetzt haben wir nur noch hier Krieg in Böhmen und da oben im Norden. Da drüben wird mein Verbündeter gerade eben zusammengefaltet. Das wird ihm aber nicht viel helfen. Was? An den edelmütigen König Rathold. Mein Name ist Baliskita und ich bin geschult in der Medizin mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Fruchtbarkeit. Vielleicht könnte ich mein diskreter Rat euch ja helfen. Es wäre meine Ehre, euch zu dienen gegen eine geringe Gebühr. Sie schließt sich meinem Hof an und wird Hofarzt. Ja, irgendwie glaube ich ihr nicht. Irgendwie glaube ich ihr nicht. Ich habe keinerlei Fruchtbarkeitsprobleme momentan. Definitiv not. So. Oh, der hat eine neue Kulturepoche erreicht. Das Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Was? Baronie Wiesbaden? Hä? Warum? Warum soll ich bei einer Baronie Land verlieren? Das ist ein niedriger Adliger. Wir werden es sehen. Ja, du machst immer noch weiter. Ich habe einfach gerade keine Zeit für eigene Ansprüche. Ich muss mich um die Ansprüche der anderen kümmern, ja. Und erobert. Er kann auf jeden Fall jetzt nicht meckern. Halten wir das mal fest. So, ich habe hier gekämpft. Ich habe Dinge eingenommen. Lösegeld fordern. Das. Jetzt hole ich ihn raus. Er ist mir garantiert trotzdem dankbar. Obwohl ich ihn Millionen Jahre im Knast gelassen habe, wegen 20 Dukaten. Also gut, ich kümmere mich jetzt hier um Friesland. Ach ja. Wie lange bin ich eigentlich hier noch dran? Das dauert noch eine ganze Weile. Wir sind echt in der nächsten Epoche angekommen. Aber ich bleibe an der Stadtplanung dran. Ich brauche die. Bildungsvorzug verfügbar.
Anatomische Studien. Das Anwerben von Hofärzten kostet uns weniger. Behandlungen von Hofärzten haben bessere Eigenschaften. Sehr gut. Gut, 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 gut. Wir arbeiten weiter in unserem Körper. 71 sind wir. Wir sind immer noch nur, ja, etwas ungesund. Oh oh. Gehen da einfach gerade so durch. Dann werden wir. Achso, die sind direkt von da aus aufs Wasser. Gehen einfach alle Kriege gerade verloren. Nein, ich kann mir diesen Anspruch immer noch nicht sichern. Stein aus Glas. Als ich mühsam versuchte, die winzigen Buchstaben aus der Schriftrolle von mir zu entziffern, spüre ich auf einmal mehr den pochenden Schmerz in meinem Kopf. Warum verwenden die Schreiber immer nur so kleine Symbole? Ich kneife meine Augen zusammen und versuche es erneut. Nichts weniger als ein Wunder. Mit Hilfe eines Steins aus Glas können sogar alte Männer, deren Augenlicht nachlässt, ohne Mühe lesen. Ich kann 300 Bildungserfahrungen bekommen, dass ich so ein Teil bekomme, oder ich kauf's einfach. Ja, ich kauf mir so ein Teil einfach. Macht mir 300 Punkte. Vielleicht nochmal eine Chance, nochmal was zu lernen auf meine alten Tage. 71 Jahre alt und noch nicht ausgelernt. Wie alt ist er inzwischen? 51. Es lohnt sich gar nicht mehr. Ihn ist ihr großartig. Er ist immerhin neugierig. Das ist ja schon mal was wert. Okay, jetzt gehen wir noch da hin. Moment, wo meine Verbündeten einfach alle nur Versager sind. Den haben wir erreicht, Leute. Den Punkt. Oh, ich kann, obwohl ich stinkreich bin, kann ich ihm sagen, hey, gib mir noch mehr Geld, lieber Papst. Ich habe so viele Gefangene. Oh mein Gott. Ich habe 1000 Dukaten und weiß nicht, wo. Ich kann sie einfach nicht sinnvoll ausgeben. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich kann sie nicht sinnvoll ausgeben. Wenn mir die Tech fehlt. Ich könnte natürlich jetzt stattdessen noch was anderes ausbauen, wie zum Beispiel Stuttgart. Ja, komm. Ich richte jetzt hier Felder in Stuttgart. Hauptsache, das Geld tut irgendwas. Es liegt momentan ja nur dumm rum. Wow, das ging schnell. Jetzt, wo die alle krank geworden sind. Oh, dann nehmen wir noch die Hauptstadt von denen hier ein. Nehmen wir auch jede Menge Gefangene bei der Aktion. Das Lustige ist ja, dass sie mein Land weitgehend in Ruhe lassen, ne? So, jetzt belagern wir wieder deren Hauptstadt. Ihr wollt mich doch verarschen. Nein. Ich hab echt die Nase voll. Ich bin ja nur noch von Krieg zu Krieg am Tingeln hier. Ich lasse die Leute auch alle wieder raus. Was ist jetzt los? Verbluten.
Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwer verletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Der Heiler ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Oh Gott, der König selbst, krass. Plötzlich steht wie aus dem Nichts mein Freund Faramond an meiner Seite. Er krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Geb mir die Aderpresse. Ich bekomme 50 Bildungslebenswandlerfahrung. Und Balduin schließt sich meinem Hof an. Und ich erhalte ein starkes Druckmittel gegen ihn, weil ich ihm das Leben gerettet habe. Oder trete zurück, er ist mein Patient. Das ist eine Herausforderung. Ich habe eine 68%ige Chance, dass es klappt. Wenn nicht, dann ist er halt dood. Wenn nicht, dann ist er halt dood. Schade. Ja, 50 oder so. Oder 300. Da war die Antwort für mich relativ leicht. Dass ich es natürlich auf die 300 probiere. Oh Gott, ich werde hier gerade eben bekämpft. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Boah, die sind auf einmal alle hier! Na geil. Ja, da kann ich auch nicht mehr viel machen. Mein Ritter wurde verwundet. So. Wir ziehen uns jetzt hier erstmal zurück. Ich hab's echt noch geschafft, dass die schwanger wird. Er hat jetzt noch eine entzündete Wunde. Ich hoffe, sie bekommt noch einen Sohn. Ach, wie geil. Wir haben uns nur bis dahin zurückgezogen. Das war jetzt irgendwie nicht so der Wunsch, den ich hatte. Was ist denn das? Trägt denn der eine Krone? Was bist denn du für ein Spinner? Ich weiß es nicht, aber er kann ein bisschen was. Er ist ein Schwertmeister, ein Administrator. Vernarbt. Pilger. Kreuzritter. Oder ein Wohlstandsschaffer. Ich rekrutiere ihn an meinen Hof. Der war mal ein König, habe ich so das Gefühl, so wie der aussah. Der war mal ein König. Ich habe übrigens keinen Arzt mehr. Na toll. Das ist ja genau das Richtige. Dass ich keinen Arzt mehr habe. Noch ein Druckmittel von ihm zu erpressen, noch bevor er stirbt. Hofarzt, wer von denen kann denn was? Sie ist ein Arzt. Und sie nicht. Dann nehme ich sie. Entschuldigung. So, er hat ja gesagt. Er ist ungläubig, das habe ich jetzt deswegen ihn in der Hand. Oh mein Gott. Meine Männer fallen immer noch zurück. Ich ziehe mich jetzt wirklich in mein Land zurück. Ich habe genug getan. Der Krieg endet eh gleich. Ich habe genug Kriege geführt. Der eine ist jetzt mit 100% durch und der andere auch bald, sobald sie das hier zurückerobert haben. Ich habe genug Kriege geführt. Niederlage. Mein Gott. Was soll's? Nein, immer noch nicht. So, wenn ich zu Hause bin, löse ich meine Truppen erstmal auf. Die müssen sich erstmal regenerieren. Zwillingstöchter, echt jetzt? Okay. Wir haben nochmal Zwillingstöchter bekommen. Einmal die Monegund, guten fränkischen Namen. Die Begga. Und die Audovera, die Bertefried. Framberta. Rotaide, Aliberta. Framberta und Aliberta. Komm, das machen wir. Da war doch gerade eben Aliberta. Fuck. Ich will sie von Hand eingeben. Ich bin zu faul.
Da, das ist die Aliberta und die Framberta. Oh mein Gott, warum ist eigentlich sie im Knast? Bei wem ist sie denn? Ist anscheinend nicht im Knast. Nicht mehr. Wir haben wieder einen Bildungsvorzug. Hände waschen. Das ist wichtig. So. Die eiserne Konstitution wäre das nächste Ziel. Jetzt geht's immer noch schlecht, aber wir kämpfen gegen den Tod an. Irgendwie versuchen wir das zu tun. Und jetzt regenerieren wir erstmal unsere Truppen an der Stelle wieder. So, Stuttgart baut noch. Hier kann ich nichts bauen. Ja, Gott sei Dank, die Kriege sind endlich rum. So, ich kann hier nochmal jemand Lösegeld einfordern. Das wird sogar angenommen. Also es ist schon lukrativ, sowas zu tun. Bin kurz davor, hier sogar noch erhaben zu werden, meine Damen und Herren. Lasst uns eine Jagd veranstalten. Aber wir machen nichts, was uns ein Risiko einbringt. Jagd, Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht sogar über eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Mäuse werden groß, aber so gewaltig. Steht da nichts dran. Ne? Also, wir haben eine Maus, eine gewaltige Maus. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgung seit einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor beeindruckend. Auch tot am Boden vor mir. Okay. Ich kann sie ihm entweder schenken oder behalten, glaube ich. Behalte sie. Noch mehr Prestige. Wäre persönlich sehr, sehr cool. Oh, das war's schon. Da fehlt nicht mehr viel. Ich könnte jetzt noch ein Festmahl veranstalten. Aber ich habe keine Anspannung. Es kostet 200. Das ist mir alles gerade eben zu doof. Wir warten. Der hier hat schon wieder Stress, der alte Nachbarkönig. Ich könnte ihm Kassel wegnehmen, aber erstmal überlegen. Das ist ärgerlich. War sehr ärgerlich. Kann ich hier nochmal angreifen? Krieg erklären? Ja, kann ich. Pause. Wo sind meine Truppenaushebungsplätze? Da. Truppen raus. Wir besetzen als allererstes das Ding da. Um was kämpfen wir eigentlich? Das da, Pilsen, okay. Ich kann sicherlich noch Verbündete rufen. Wie viele Männer hat der? 500. Und wie viel hast du? 900. Sie kostet 350. 75. Ach, ich rufe beide. Das ist mir doch jetzt egal. Ich habe schließlich das Bündnis geehrt. Ja, jetzt machst du es endlich, mein Gott. Hello. Okay, jetzt ist es mir egal, wo die hingehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall da oben hin. Dummerweise hier noch so eine Überfallsarmee hier gestellt. Mhm. Der hat ja gerade eben einen doppelten Krieg am Laufen, der Typ. Das ist übrigens witzig, wir sind 74 und leben immer noch. Uns geht's nach wie vor nur schlecht. Aber nicht katastrophal. Oh, das war's schon. Ich habe den König gefangen genommen. Forderung erzwingen, so sei es. Zack, die Wurf, Krieg vorbei. So, Pilsen gehört nun auch mir. Äußerst erbaulich. Ich habe einen Druckmittelgegner bekommen. Das heißt, ich kann die Vasallenbande ändern. Zu seinen Ungunsten, versteht sich. So. Gut.
Er hat jetzt eine ganze Menge Abgaben zu tätigen. Das hier gehört zum Königreich Böhmen. Das Lustige ist, dass das Herzogtum Böhmen und das Königreich Böhmen ein und dasselbe sind. Gut. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Oh nein, unsere Tochter ist tot. Das hat uns jetzt Stress eingebracht. Ja, das könnte so weitergehen. Was lernt denn der? Bildungsausbildung. Er ist in Ordnung, aber verwundet. Er ist ein legendärer Schwertmeister. Naja, aber dafür ist er ziemlich schlecht. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie sich diese Zahlen zusammensetzen. Ach, weil er feige ist. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum seine Werte dennoch so schlecht sind. Denn wenn man bedenkt, dass dieses legendäre Schwertmeister-Gedöns ihm halt plus 12. Achso, das ist halt Kampfgeschick. Ach, das ist ja nicht dasselbe wie Kriegskunst. Ah. Okay, ich bin drauf reingefallen. Stuttgart ist gleich fertig gebaut. 2 Monaten. Prügeln sich wieder meine Untergebenen. Ja, wenn sie meinen. So. Ein Fest mal. Die Pilgerreise wäre halt sehr, sehr gefährlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich eine Pilgerreise machen sollte, aber ich glaube, es ist eine ganz dumme Idee. Gott, wie viele Gefangenen habe ich denn? Der Martin. Den will keiner haben. Die Mlada. Die wird nur für einen Gefallen rausgeholzt. Nee. Dann haben wir den Aubrey. Den will aber keiner haben. Den Hauptmann Landolf, den will keiner haben. Und den will auch keiner haben. Die will alle keiner haben, die Leute, die ich im Knast habe. Wäre fast leid für sie. Getreideäcker in Württemberg gebaut. Sehr gut. Dann bauen wir doch in Württemberg die Getreideäcker gleich aus. Weil die werden wir eh behalten. In Würzburg. Mit Bollwerke und Schutzmauern. Was kann ich denn da noch bauen? Militärakademie von Würzburg. Wird den Unterhalt der Armeen um 2% Kosten senken. Oder ma eine Mark. Die Herren von der Marken schützen Grenzen durch Befestigungsanlagen. Verteidigervorteil. Belagerungswerke. Königliche Rüstkammer. Aufgebotsgröße. Plus 20% all eure Besitztümer in Herzogtum. Noch mehr Aufgebot. Kriegsvolkunterhalt, minus 6% für die Bogenschießstände. Das gesamte Reich. Bogenschützenschaden wird erhöht. Steueramtsstuben. 10% mehr Besitztumssteuer. Lustschlösser, monatliches Prestige. Gott. Königliche Reservate. Das ist der Hammer. Eigens angelegte Bogenschießstände erlauben es, im einfachen Volk mit Bögen zu üben und erfahrene Schützen ihr Geschick und noch weiter verfeinern zu können. Das heißt, dass meine Bogenschützen und meine Plänkler besser werden. Aber erstmal Burs. Das kann ich noch nicht machen. Das ist voll gemein. Ich kann nichts davon machen. Ja, kann ich dann grünes Land da reinmachen oder eine Kaserne? Jagdreviere. Nee. Grünes Land. Wir behalten den Scheiß jetzt erstmal noch. Arnsberg, Fürstenberg.
Aber den Rest vom Geld behalte ich jetzt mal, ne? Man sollte nicht immer sein gesamtes Geld rausballern. Gott, schon wieder ist ein Verwalter weg. Die sterben halt alle an ihren Verletzungen. Oh, der ist gut. Der Typ ist gut. So, Geheimnisse des Körpers. Ich bin fasziniert vom menschlichen Körper und all den Geheimnissen, die noch immer vor uns, was, die er noch immer vor uns hat. Ach so, so rum ist das zu verstehen. Ständig gehen mir Fragen über mein Leben und Tod durch den Kopf. Es ist schön und gut, Schriften über das Thema zu lesen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich doch praktisch, dass doch praktische Forschung viel mehr erlernen könnte. Ich bekomme einen Vorzug, wenn ich sage, ich werde einen Leichnam untersuchen, welche Schäden Krankheiten und Körper zufügen. Oder den toten Körpern. Nein, nein, wir werden das machen. Nur so lernen wir es. Da bin ich jetzt einfach knallharter Biologe. Ich versuche möglichst flach zu atmen, während ich mich durch die verworrene Masse schleimiger, geschwollener Eingeweide wühle, die aus dem Bauch der Leiche treten. Aber es hilft nichts. Der beißende Gestank der Verwesung erfüllt meine Lungen und lässt mich würgen. Oh Mann, hättest du halt mal eine frische Leiche genommen. Dann reißt etwas auf und ein Strom zähflüssigen gelben Sekrets, ist wohl Eiter oder sowas. Nee, Quatsch, das war die Galle, glaube ich, ergießt sich über den Operationstisch. Was war das bitte? Vielleicht weiß es hier Rat. 93 Prozent Chance, dass ich Erfahrung bekomme. Hier bekomme ich Safe. Vielleicht, ja, ich frage, ob sie Bescheid weiß. Geheimnisse des Körpers. Die Hildensendes war außer sich vor Freude, als sie von meinem neu entdeckten Interesse an der Anatomie erfuhr. Yes. Mit ihrer Hilfe konnte ich mein Wissen über den menschlichen Körper erheblich vertiefen. Ich will mal gerade mal gucken. Sie ist. Ja, sie ist halt ein Arzt. Sie hat halt Ahnung davon. Sie ist ehrlich, zynisch und fleißig. Ich sehe jetzt nicht. Also ich weiß. Es war halt einfach nur eine Chance. Warum, weiß ich nicht. Ich wünschte mir nur, es gäbe ein Mittel gegen diesen Geruch. Langsam befürchte ich, all die schlechten Dämpfe könnten meiner eigenen Gesundheit schaden. Vielleicht helfen dir ein paar Blumen. Eine Bildungsherausforderung. 80% Chance, ich halte einen Punkt oder 20%, ich werde krank. Oder ich bin der Meinung, dass ich mittlerweile genug gelernt habe. Dann bekomme ich 100 Punkte. 100 Punkte reichen. So. Ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Ich kann übrigens Kriege erklären um Böhmen. Ich kann einen Religionskrieg um Böhmen führen. Ah, das ist ärgerlich gerade eben. Also wenn, dann würde ich schon machen wollen, was passiert dann, wenn ich eigentlich das hier mache? Ihr könnt die Kosten nicht leisten. Ihr erfolgt leider einen Hingabemalus von 320 Punkten. Also, das wäre schon cool, Böhmen noch zu bekommen. Das gebe ich zu. Das andere wäre Ostfrankenreich. Nee. Kostet mich 750. Vielleicht kriege ich beides noch hin. Also gut, Leute, wir werden in der nächsten Folge das hier noch versuchen. Ich hoffe, es klappt. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.